Moin zusammen, moin YouTube, schön, dass ihr da seid. Ja, puh, es ist gerade alles hier sehr schwierig. Wir haben in der letzten Folge das Affenrätsel hier noch lösen können. Haben einen Tacker gekriegt. Und ich bin ehrlich, ich weiß, jetzt geht hier bei mir Google an. Ja, moin. Haben einen Tacker gekriegt. Und ich weiß ehrlich nicht genau so, wofür ich den brauche. Ich hätte. Das ist der Tacker, wir können ihn mal anschauen. Ja, ein Stick. Hä? Ach, guck mal, ich drehe. Hä? Ach so. Muss das so sein? Ich lasse es so, wie es war. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich den brauche letztendlich. Kann nicht kombiniert werden, ja. Ja, schwierig. Was haben wir hier? Kann ich da irgendwas? Ne, da will sie ja nicht reingreifen. Egal. Ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. Hey, Leute, lasst mir eine sexy Bewertung unter dem Video da. Würde mich sehr freuen. Macht alles, dass die Kommentarspalte gefüllt wird. Ich weiß es nicht. Können wir den Arm vielleicht festtackern, was ich bezweifle? Ich weiß gar nicht mal mehr, wo der Spiegel ist, Junge. Ach, können wir den hier irgendwas. Ach so, schade. Aber auch nicht. Scheiße, ich habe gedacht, wir tackern den jetzt einfach mal den Arm da dran, aber. Gehen wir zurück zur Puppe. Bah, diese Gesichter, ne? Tacker die Scheiße einfach da dran, Ende. Ich tacker die Scheiße einfach da dran, Ende. Yes, Sir. Die hier steht sogar, die Kraft ist einstellbar. Oh je, hätte ich. Oh nein, ist das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ja, okay. Aber das haben wir jetzt richtig getan. Aber haben wir jetzt. Warte mal, wenn wir jetzt zurückgehen. Wenn das in der Welt den Vater widerspiegelt, dann kann mir das einer erklären? Was hat er für einen Arm? Seinen ganz normalen Arm, ja, moin. Father, are you okay? Carolyn, my child. That thing has stolen my Bible. Stay there, Father. Right now, it's vital that you keep calm. Yes, you're right. I don't know how I'll be able to thank you for taking care of my arm, my child. Junge, das war nicht mal mein Plan, wenn ich ehrlich bin, aber. Die Wand an. Was What für are Arm you haben wir? talking about, Father? It wasn't me. But I saw you. Oh, you are right. I'm getting confused. Now that I think about it, it was Dr. William who treated my arm. Dr. William, the What? Wildberger twins' father. Is he in the mansion? I had no idea Dr. William had daughters. Where can I find him? He's usually in his office. You'll probably find him there. I'll go find him. He might be able to give me some answers. Ja, ehrlich. Geil. Warte, nimm das. Das wird dir bessere Dienste leisten als Thank you, mir. Father. I'm sure this will be of help. God be with you, child. Eine elektrische Lampe mit einem Schalter. Das ist hier bei den Waffen mit drinne. Kann ich das mit dem kombinieren?
Eine elektrische Lampe mit einem Schalter. Okay. Habe ich alles? Ich habe nicht alles. Was ist das, Junge? Da müssen wir irgendwie hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Das muss auch was mit dieser Anderswelt zu tun haben. Ich habe nicht... Ih, hat sich das gerade bewegt? Oder war das jetzt nur durch den Schatten? Nee, das bewegte Igitt. Da, Igitt. Igitt. Wir müssen nochmal in den Spiegel rein. Ich muss dieses Ding hier haben. Hier, guck mal, da sind doch diese... Seht ihr diese blaue und schwarzen Dinger da? Jetzt mal ohne Scheiß. Warte mal. Guck mal. Das sind diese Teile hier. Ich schwöre es euch. Guck mal, das sind die drei Teile, die hier drauf sind. Ich schwöre es euch, das sind die. Wir müssen noch mal in den Spiegel. Das nutzt alles nichts. Irgendwie. Irgendwo ist hier noch was. Ist auf der anderen Seite verschlossen. Wir... Da werde ich sicher nicht reinschauen. Kann man das verschieben? Nee. Ich laufe mal eben so hier einmal rundherum, da ob ich hier irgendwo was liegen lassen habe, aber... Habe ich nicht. Hier kommt wieder schlimme Musik. Raum 2D. Ah! Junge, hast du mich erschrocken? War hier nicht irgendwo Licht? Ah! Wo kommst du her, Junge? Wieso ist hier ein Gegner und wieso ist hier kein Licht? Was soll das? Hä, der war doch eben nicht da. Scheiße, jetzt muss ich mich gleich da wieder durcheiern. Die haben Selbstmord gemacht. Scheiß! Nice Scheiß! Oh, geil! Ich muss kein Feuerzeug mehr benutzen. Kann ich jetzt die ganze Zeit mit Waffen rumlaufen? Boah, Junge, das ist Gold wert. Das, ich schwöre, das ist Gold wert. Das ist der Raum. Ja, safe. Das ist der Raum. Jetzt kriege ich gleich die Waffe. Geil! Junge, Licht und eine neue Waffe. Safe. Boah, Junge, ich muss gleich unbedingt speichern. Egal was ist, ich muss speichern. Die Tür ist aufgesperrt. Jetzt komme ich da unten an dem Flur wieder raus. Hier, perfekt. Ja, sauber, Junge. Nice. Warte mal, jetzt ist die Frage, ich gehe nochmal zurück. Jetzt ist die Frage, in dem einen Raum war auch noch ein Gegner. Warum? Warte mal, ich nehme die Pumpe direkt. Scheiß drauf, mit Licht schaffe ich das auch mit der... Jetzt habe ich ja Licht, dann schaffe ich das auch mit der Nagelpistole. Nee, hier meine ich nicht. In dem einen Raum war ja jetzt auch noch ein Gegner. Ob ich die töten muss? Aber ich habe hier eigentlich alles abgesucht, ne? Ne, ich habe hier alles abgesucht. Warum sollte jetzt hier noch... Ich habe alles abgesucht, scheiß drauf. So.
Jetzt muss ich nochmal da irgendwie hinkommen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Oh Junge, das Ding ist Gold wert. Zieht euch das rein. So. Und ich weiß wieder nicht, wo es war. Wie geil. Hier war nur der Waschraum. Hier war, kommen wir da durch. Ne, hier war das Rätsel. Ich laufe einfach durch die Türen. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Jetzt bin ich wieder im Korridor. Ja, moin. Geh einfach denselben Weg wie hier. Guck mal. Geil. Geil. Yes, sir. Und noch ein Medikit. Nice. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine selbstgemachte Stichwaffe, die jemanden einen elektrischen Schlag verpassen kann. Hat das jetzt einen Schuss gekostet? Nee. Kann sie nicht. Ich kann sie nicht öffnen. Scheiß drauf, da müssen wir auch gar nicht mehr hin. Warte mal, wenn ich mir jetzt die Karte angucke. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Doch, da. Ich muss erst mal gucken, was ich jetzt alles gesammelt habe, ey. Ein Tacker, Blutkonserven, eine Batterie, ein Hammer. Was muss ich denn jetzt noch machen? Ich habe gar keine Ahnung. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss noch... Hier unten muss ich noch hin. Da ist noch was zu. Hier ist überall noch. Guck mal, hier ist überall noch irgendwie alles rot. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber Bindungsraum. Die Tür haben wir. Im Archiv war ich auch. In der Toilette war ich auch, genau. Bibliothek waren wir auch oben. Besprechungsraum waren wir auch. Da ist noch der Kühlschrank. Ich habe aber nichts, was ich einfrieren kann. Da sind wir gerade. Hier waren wir auch. Scheiße. Ist eigentlich nur noch hier unten, wo wir nicht waren, ne? Küche waren wir, Duschraum, da hinten waren wir auch. Tatsächlich, ja, waren wir auch. Nein! Warte mal, hier waren wir noch nicht. Hier ist noch dieser Typ da an der Wand. War das hier? In irgendeinem... Ich glaube, das war hier. Da wurde es auch dunkel. Ich weiß nicht, ob das hier war. Wir gehen, wir gucken mal. Das war in irgendeinem, auch so einem langen Flur. Nee, unten war das auf gar keinen Fall. Ja, ja, ich glaube, das war hier. Hier hing doch auch noch einer an der Wand. Ja, da gehe ich jetzt hin. Wir müssen in die Kapelle. Da muss ich nur hier rauskommen und dann weiß ich, wo das ist. Yes. Ich muss nur wieder hier raus. Ich weiß gar nicht mehr, was der Faser zu mir gesagt hat. Doch, in seinem Büro muss ich irgendwie... Where can I find Dr. Williams' office? Oh, ja. You can find Dr. Williams' office on the second floor of the West Wing. Thank you, Father. Stay safe. Erster Stock. Westflügel. Aber wo? West, East, das ist second floor, ne? Ja, das ist... Ersten Stock Westflügel. Okay, wir müssen irgendwie hier. Also ich weiß, dass wir hier noch einen hatten, aber das ist ja nicht das Büro von dem. Egal, wir gehen da jetzt erstmal hin. So, dann wieder raus hier.
So, hier hoch. Ja. War das hier? Ja, Rezeption, genau. Einmal Rezeption durch. Durch die Halle durch. Genau, perfekt. Kapelle, habe ich gesagt, ne? War das durch die Kapelle durch? Ja, hier müssen wir hin. Da. Wir sind jetzt in der Haupthalle. Ich glaube, wir müssen hier vorne rein. Oh Gott, wo kommt der denn her? Hier. Der ist nicht tot. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Wo kommt der denn her? Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hä? Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? So eine Scheiße. Okay, wir nehmen die Nailgun. Die reichen für die. Achso, ja, hier kann er gar nicht rum, ne? Wo ist er? Wo ist er denn? Der ist unten. Scheiße. Okay. Ich muss eigentlich, glaube ich, hier rein, ne? Aber komm, ich töte die eben. Das ist eigentlich ganz angenehm, wenn ich keine Gegner hier habe. Und jetzt habe ich noch Munition. Mal nachladen. Da ist noch einer. Scheiße. Okay. Wo bist du? Da hinten. Komm, hau. Hau. Yes. Oh, haben wir geschafft. Aber wieso sind jetzt hier wieder Gegner? Scheiße, jetzt muss ich wieder voll viel Munition verbrauchen, ne? Okay, aber ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Ich lasse die Nailgun ausgerüstet, ja? Ich gehe nach oben. Wir müssen einmal in diesen dunklen Flur. Das ist, glaube ich, hier gewesen. Ich hoffe es, ey. Irgendwo war dieser scheiß dunkle Flur. Ne, das Ankleidezimmer. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich bin falsch. Ich muss unten hin. Aber das ist nicht da, wo ich hin will. Kapelle. Hier geht's zum Schrank. Doch, doch. Kapelle. Treppe hoch durchs Studio. Okay. Wieder raus. Okay. Okay, genau. Hier unten rum wollte ich doch auch. So. Noch einer. Ich glaube, ich nehme jetzt aber die Pumpe. Das verbraucht übelst viel Munition. So. Habe ich die Pumpe nachgeladen? Nein. Scheiße, ich habe nicht mehr viel Pumpenmuni. Das ist schlecht. So, und jetzt können wir, glaube ich, hier auch im Studio erstmal speichern. Das ist erstmal gut, ey. So, Ressourcen. Benutzen. Das Record. Genau, überschreiben. Wieder im Studio. Perfekt. Something tore off one of the priest's arms. Thankfully, the doctor, William, surgically replaced it with a new one. I didn't even realize a procedure like that was possible.
I also discovered that William is the father of the twins in the photo. I should go to his office to see if he can give me some useful information. Gut, dann werden wir uns auf die Suche nach dem Büro machen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Tormented Souls. Es nimmt Fahrt auf. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit vom Ende entfernt. Wenn euch gefällt, was ich tue, lasst mir doch ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut ihr rein. Ciao und tschüss.